Es gibt keine andere Form der Strahlentherapie, wo ich als Strahlentherapeut direkt so gut in das Zielgebiet schauen kann. Die IORT ist die Abkürzung für die intraoperative Strahlentherapie. Das heißt, man bestrahlt quasi das Tumorbett, das Tumorgebiet direkt während der Operation, wenn das freiliegt. Die intraoperative Strahlentherapie kommt zum Einsatz nach der Entfernung zum Beispiel von Weichteilsarkomen, sprich von bösartigen Tumoren des Weichgewebes im Bauchraum, im Beckenbereich, aber auch bei den Extremitäten zum Beispiel oder aber auch von Rektumkarzinomen, Analkanalkarzinomen, die nicht komplett entfernt werden konnten. Sprich, Voraussetzung ist immer die Entfernung des Tumors und möglicherweise mikroskopisch verbliebene Zellen. Der größte Vorteil der IORT besteht darin, dass wir als Strahlentherapeuten quasi direkt Sicht auf das Tumorbett haben, sodass wir genau das Zielgebiet festlegen können und genau dort bestrahlen, wo der Ort der Not ist, sprich wo mikroskopisch Zellen verblieben sind.